herzlich willkommen zum Chat-Duell. Heute haben wir die drei Jungs vom Rumblepack im Studio. Und hier ist der Mann, der am liebsten auf dem podcastet. Lars-Erik Paulsen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Chat-Duell. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid und natürlich auch wieder live mit auf Twitter unter dem Hashtag Chat-Duell dabei seid. Immer wenn irgendwie Eddie oder so da ist, fliegen hier die Bälle. Weißt du, alle anderen können sich benehmen, aber Eddie nicht. Kleiner Teaser. Von wem sie kommen. Kleiner Teaser, Eddie ist da. Aber noch bevor wir Eddie und seine Crew sehen, werden wir unsere Gäste begrüßen. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier sind. Bei all den Touren, die die Podcaster heutzutage so machen, haben sie Zeit gefunden, hier zu uns ins Studio zu kommen, zu Chat-Duell. Und deswegen sage ich nun herzlich willkommen, in dem Fall Wumblepack. Irgendwas dazwischen. Kann sich auch übereinstimmen, ne? Kann auch übereinstimmend sein. Wale und Publikum bei uns bei Chat-Duell, alles möglich. Aber wir brauchen jetzt auch noch Feinde von euch, Gegner. Und die möchte ich jetzt begrüßen. Herzlich willkommen, Team Mumblepack. Für mich oder für die Gäste? Besser als für dich. Okay. Ja, für dich. Danke. Ja. Cool. Minion. Was machen wir hier eigentlich? Habe ich komplett vergessen. Aber kriegen wir jetzt noch kurz gesagt. Bis gleich. Wir stellen Fragen, ihr gebt die Antworten. Beispiel. Nennt ein Format auf Rocket Beans TV. Um mitzumachen, tippt Ausrufezeichen CD, Leerzeichen und eure Antwort in den Chat. Den Anfang machen unsere drei Rundenfragen, in der unsere Teams die 6, 5 und 4 häufigsten Chat-Antworten suchen. So funktioniert das also. Und hier wird schon mal für den Chat die erste Frage eingeblendet. Und das gibt mir Zeit, hier nochmal ganz kurz auf den Joker hinzuweisen. Dieser Joker erlaubt es euch, die Frage einfach von euch abzuwenden. Also wenn Gunnar eine Frage gestellt bekommt und er sagt, nein, da ist doch Wirt der absolute Profi, dann sagt der Joker, die Zeit wird kurz gefreest und dann hat Wirt statt Gunnar Zeit, 5 Sekunden zu beantworten. Diesen Joker habt ihr auch. Allerdings jedes Team nur ein einziges Mal im Chat-Duell. Aber ihr solltet ihn nutzen. Oft sind die Leute hinterher traurig, dass sie ihn nicht genutzt haben. Also wisset, dass ihr diesen benutzen könnt. Und lieber Max, du hast nur die Ehre, mal kurz dein Team vorzustellen. Wen hast du da mitgebracht? Wer seid ihr denn? Ja, wir machen seit ein paar Jahren einen Podcast mit Julian und Tim. Der heißt Rumblepack. Da reden wir über Spiele, weil wir sind ja Nukoversum mit Radio Nukular und so. Und die zwei habe ich vor ein paar Jahren aufgegabelt. Damals haben wir so einen eigenen kleinen Podcast gemacht. Der war aber nicht so gut, habe ich gesagt. Die zwei nehme ich unter meine Fittiche und seitdem machen wir das 3 Jahre jetzt schon. Und der ist besser. Der ist besser. Bisschen. Ja. Besser. Leicht. Leicht besser, ja. Kann man da schon so einen kleinen Einblick gewinnen? Letzte Folge, vorletzte Folge, fällt dir gerade irgendein Thema ein, das ihr so kontrovers vielleicht sogar diskutiert habt? E3 war, was halt gerade aktuell rauskommt. Viel Reviews, bisschen Kram, E3 viel diskutiert. Wart ihr euch einig bei E3? Ich glaube, so größtenteils. Teil, ja. Und wann war das letzte Mal, dass ihr euch auch quasi im Podcast gestritten habt über irgendein jede Thema? Folge. Und bitte? Jede Folge streiten wir uns. Auch aber nicht über Spiele weniger, aber wir streiten uns schon. Generell halt einfach, weil wir sich mögen eigentlich. Ja. Also ihr zieht es einfach durch mit dem Podcasten. Ja. Gibt Geld bei Patreon, ist gut. Genau. Das wollte ich sagen, kann man da irgendwas anteasen, Patreon, Ach, komm, Touren. Komm, nee, das ist alles Touren vielleicht. Also das ist ja wirklich, damit nerven wir die Leute schon bei uns im Podcast. Da brauchen wir jetzt nicht noch irgendwie, lass das alles. Hast du, Max, vielleicht persönlich auch noch was anzuteasen, Touren technisch? Vielleicht gibt es nächste Woche Tickets für eine neue Rockstar-Tour, aber das weiß ich auch noch nicht. Das weiß man alles noch. Aber deswegen folgt es immer. Ja? Ich habe ein Team. Ich gehe im Oktober auf Tour mit meinem anderen Podcast mit dem Kollegen Dominik Hammes. Kann man da schon Tickets kaufen? Da kann man schon Tickets kaufen. Oh, wie viele Podcasts hat der Dominik? Wollt ihr mich verarschen? 5. Ja, 5 oder 6. Der hat doch mit Simon einen, oder? Der hat mit Simon hat er auch einen. Der heißt Club 19. Mir nicht. Ist auch sehr gut. Willst du mit dir rein, Gunnar? Los. Aber mir hat er mich noch gar nicht gefragt. Hat er mich. Muss man da selbst fragen oder fragt er einen? Der kommt auf dich zu, früher oder später. Ja, ich glaube, da reicht eine Twitter-PN, dann klappt das. Eddie, dann komm, erzähl kurz noch, wen du dabei hast hier. Ja, das ist Gunnar und das wird. Ja. Seid ihr ein starkes Team oder was glaubst du?
Naja, also ich, wenn der Wirt so pokert, wenn er heute so Chatwell spielt, wie er pokert, dann sind wir sehr gut aufgestellt. Ja. Okay, das ist doch schon mal. Und Gunnar weiß ich nicht, ich habe Gunnar seit Ewigkeit nicht gesehen. Ich kriege immer von Gunnar, alles, was ich mitkriege, ist auf Instagram, dass er in irgendeinem Land ist und Urlaub macht. Der Typ lebt sein Leben. Wann wurdest du gefragt von Gunnar das letzte Mal, ob er mit dir in Urlaub geht? Noch nie. So. Das letzte Mal war ich mit. Ich war übermorgen mit Uke in Urlaub. Das ist so krass. Warst du nicht vor 2 Wochen hier mit Andreas und Co.? Ja, ja, das war ein Wochenende. Das ist unfassbar. Ähnlich unfassbar wie unsere Powerphrases, die jetzt gleich rausgeballert werden. Deswegen bin ich sehr froh, sie nun ankündigen zu dürfen. Cool. Wir beginnen bei den Powerphrases von unserem Team Wumblepack. Muss ich den Startschuss machen? Max. Hey, ich bin Max und bei mir ist jeder Tag ein Klacks. Mein Name ist Jules, und Batman und mich noch nie in einem Raum gesehen. Ich heiße Tim und ich habe den Witz verstanden. LOL. So, das waren unsere Gäste und jetzt kann... Und man fühlt sich richtig schlecht danach, oder? So. Ich habe mich wirklich doch den anderen nehmen sollen. Aber ihr habt lange dran gearbeitet. Das, ja, das habe ich so recherchiert. Ja, gerade. Also, ja, ja. Ja. So, jetzt könnt ihr natürlich kontern. Lieber Eddie, bitte beginne mit euren Powerphrases. Hi, ich bin Diet und ich bin all in. Ich bin Etienne. Ach, ihr habt gar keinen Bock, verpiss dich jetzt. Hi, ich bin Gunnar und ich bin Pläne. Okay, gegen Ende wurde das nochmal alles gerettet hier. Ja. Dann habe ich zumindest verstanden, was das Ganze hier ist. Wir haben uns gesagt, jeder macht einen anderen nach. Ja, das habe ich danach ja auch verstanden. Erst war ich kurz auf dem Sendelizenz. Deswegen auch Handy, weil ich immer am Handy rumhängen. So, beginnen wir lieber mal mit Runde 1. Hey. Hi. Dazu bitte Max und Eddie hier nach vorne. Shake hands, guys. Hi. Sehr schön. So, jetzt die Hände hinter den Rücken. Ich werde euch eine Frage vorlesen. Wer die Antwort weiß, buzzert. Wenn es knapp war, sag ich euch, wer als erstes gebuzzert hat. Dann habt ihr 5 Sekunden Zeit. Wir suchen die 6 häufigsten Antwortmöglichkeiten. Habt ihr das verstanden? Nein. Okay, bitte fair bleiben. Ja, zu jeder Zeit. Was ist das denn hier für ein moralisches? Das ist eine ganz neue Nummer. Fair bleiben zu jeder Zeit. Oh, was ist das? Ja, disqualifiziert. Also, erste Frage. Nennt einen Film, in dem Geister vorkommen. Das war Eddie. Ghostbusters. Eddie ist so verrückt und sagt Ghostbusters. Nennt einen Film, in dem Geister vorkommen. Ghostbusters, wurde das gesagt? Wir schauen. Es wurde gesagt auf Platz 1, das ist die Top-Antwort, sagten auch. 47%, ihr könnt wieder zurück auf eure Plätze gehen. Ist aber noch nichts verloren. Ich glaube, letztes Mal war es erst so, dass die Bohnen jedes Mal die Top-Antwort geholt haben und dann auch jedes Mal die Punkte geklaut wurden. Also geht es spannend weiter mit Gunnar. Ich sag mal Ghost, Nachricht von Sam. Das ist nicht so schlecht. Gunnar sagt, Ghost, Nachricht von Sam. Das ist eine ganz gute Antwort. Ist das dabei? Wir werfen einen Blick aufs Tableau. Töpfer-Szene? Ist dabei. Oh. Auf Platz 4 sagten auch 8%. Wirt. The Ring? Wirt sagt, The Ring. Ist The Ring dabei? Wir schauen. Nein, ist nicht dabei. Ist das erste Kreuz allerdings auch erst. Niemand darf sich hier beraten, außer Eddie, der jetzt seine Antwort liefert. Casper. Oh, nice. Sehr gut. Keine Besprechung, auch wenn es nur Gelächter war. Die Antwort lautet Casper. Ist das dabei? Wir schauen mal. Und es ist auf Platz 2, sagten auch 23%. Gunnar Krupp. Ist nicht wie der Film heißt, aber 5, ja? Ja, ich sag The Conjuring. The Conjuring, sagt Gunnar Krupp. Ist das dabei? Wir schauen mal. Nein, ist nicht dabei. Jetzt dürft ihr euch heimlich, still und leise beraten. Und Wirt nennt uns noch einen Geistfilm. Hasst mich nicht, bis Sixth Sense. Den wollte ich auch nehmen. Gut. Sehr gut. Das war der Film, den ich gesehen. Niemand hasst dich, Wirt. Die Antwort von Wirt lautet The Sixth Sense. Der ist gut. Ist das hier dabei? Oder ist das das dritte Kreuz? Bitteschön. Es ist dabei. Auf Platz 6 sagten auch 5%. Etienne Gardet. Schneider. 5 Sekunden. Ich weiß nichts.
Der heißt der Ghost Dad Bill Cosby. Den gibt's, aber den gibt's mit, nee, mit Bill Cosby, Ghost Dad. Ja, den stimmt, den kenne ich auch. Den gibt's, aber den kennt kein Schwein. Ich hab den gesehen. Eddie sagt Ghost Dad. Ist Ghost Dad. Den habe ich früher richtig gern gesehen. Hier dabei. Gunnar hat ihn richtig gern gesehen. Hat der Chat ihn gern gesehen? Wir sehen es jetzt. Nein. Hasst diesen Film, der Chat. Offensichtlich. Wir kommen nun also zu der gemeinsamen Antwort von Max, der jetzt natürlich alle Punkte klauen kann. Wir sagen 13 Geister. Weil da gibt's Geister, das sind 13 Stück. Kann nichts sagen. 13 Geister. Ist das die Antwort, die hier alle Punkte klauen wird? Bitteschön. Nein! Und damit geht diese erste Runde an unser Mumble Pack mit 83 Punkten. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Schon wieder scheiße. Ja, noch eine Idee? Die anderen Sachen? Ja, habt ihr vorher noch eine? Geister, die ich rief? Herr der Ringe 3? Ja. Oh. Ja. Gut. Warum nicht? Ein paar Tipps haben wir gehört. Wir lösen auf Platz 5 wäre gewesen. Polter. Polter. So dumm. Geist. Und auf Friedhof Platz 3 wäre gewesen. Das wollte ich erst Harry sagen. Potter. Ich wollte es erst sagen, dachte ich, das sind ja keine Geister. Ja, welche Geister? Das die in den Bildern. Hey, der fast kopflose Nick. Du, es ist auf Platz 3, also dumm. Ist es offiziell richtig. Mörtel? Für den Chat wird jetzt schon mal die zweite Runde hier eingeblendet. Und wir können zum Jules noch mal kurz mit einem kleinen Schnack. Hallo, klar, gerne. Kannst du uns vielleicht mal einen Einblick geben, bei so Live-Podcasts, ist euch da schon mal sowas richtig Peinliches passiert? Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen? Ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, dem ist nichts peinlich. Von daher ist das keine gute Frage. Das ist meistens peinlich, ja. So. Ja, das ist der Karte, weil das nichts mit Live-Podcasts zu tun. Aber du kannst gerne erzählen, wenn du möchtest. Wir waren auf der Bühne in Aschaffenburg im Autokino. Ja, aber ich habe es ja nicht live getweetet. Und da musstest du deinen Tweet zu Suicide Squad... Ja, Moment, aber warum musste ich das? Ich hatte den zufällig dabei ausgedruckt. Ich musste vor den ganzen Leuten diesen Tweet vorlesen. Und der lautete, wie war das noch? Ich stand da auch zu, dass ich beim ersten Mal gucken gesagt habe, so schlecht finde ich den Film gar nicht. Okay. Ist kein schlechter Film, hast du, glaube ich, auch geschrieben, oder? Und dann hast du richtig Ärger bekommen. Das ging ein bisschen hinten los, das kann man so sagen, ja. Wenn ihr euch, wir waren gerade viel im Bereich Streit, wenn man jetzt sagt, ihr müsst euch einig sein, könnt ihr euch auf einen Lieblingsfilm einigen? Jeder hat so seinen Lieblingsfilm. Vielleicht ein Film. Alle anderen Filme werden jetzt sofort aus der Datenbank gelöscht und nur noch dieser eine Film bleibt übrig. Ich weiß gar nicht, was ihr von Fight Club und Old Boy haltet. Scheiße, es ist Rotz. Beides. Der Fight Club ist schon so Top 3 bei mir. Mhm. Ja. Also ja, wir sehen. Super guter du, Film. Wieso hast du nicht geguckt? Oder? Doch, natürlich, das war ein dummer Scherz. Doch, klar. Fight Club ist gut. Alle drei Batman-Filme. Vielleicht ist das auch mal ein Podcast-Thema für euch. Gunnar, schön, dass du es geschafft hast, ja. Wo geht's als nächstes hin? Achso, naja, ich fliege Mittwoch mit Uke. Uke. 9 Tage nach Portugal. Was macht ihr denn da? Wir hängen einfach nur ab, wir machen nichts. Ja? Ja. Habt ihr, wie geht so ein Gunnar-Krupp auf Reisen? Habt ihr so ein Zelt? 4 Monate schon gemacht. Nein, es waren immer nur so Wochenendtrips. Das war jetzt Zufall, dass das dreimal hintereinander waren. Aber so ein Gunnar-Krupp und ein Uke, wenn die in Urlaub gehen, schlaft ihr in einem Zelt oder schlaft ihr in einem Camper? Wir schlafen in so einem... 5 Sterne. Schlaft ihr miteinander? Nee, 4 Sterne. Wir haben ein Hotelzimmer nur, ja. Ein Zimmer... Also auch ein Bett? Ein Bett, glaube ich, auch nur. Ich glaube, ein Doppelbett. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, willst du noch mehr Sachen wissen? Nein. Ich wundere mich schon, dass du so viel erzählst von den privaten Dingen. Das hättest du nicht tun müssen. Was wir allerdings tun müssen, ist kurz in die Werbung gehen. Dann sind wir zurück zur Runde 2. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu ChatDuell. Schön, dass ihr auch noch auf Twitter am Start seid. Hashtag ChatDuell. Schön rausballern die ganze Nummer und dann können wir jetzt auch lockerlässig zur Runde 2 kommen. So, und dazu bitte Jules und G hier nach vorne. Könnt ihr euch ein letztes Mal die Hand geben, danach die Hände hinter dem Rücken verschränken. Ich habe eine Frage für euch, die werde ich vorlesen. Wenn ihr die Antwort zu wissen glaubt, buzzert ihr. Wenn es knapp ist, sage ich, er als erstes gebuzzert hat. Dann habt ihr 5 Sekunden Zeit. Wir suchen die 5 häufigsten Antworten. Es geht um die doppelte Punktzahl. Kann ja also alles hier eingeholt werden und vieles mehr. Hier kann alles passieren jetzt bei Runde 2. Die Frage lautet. Geiles Licht. Kommt gar nicht. Ja, deswegen habe ich noch die Frage laut dahinter gesagt, damit es vielleicht ein bisschen länger gezogen wird.
Nennt einen Schauspieler, zu dem es ein Meme gibt. Gunnar? Wow. Dude! Psst, Tom Hanks. Keine Tipps hier. Gunnar hat ein bisschen gebraucht, sagt dann aber Tom Hanks. Ist das unter den Top 5 Antworten dabei? Wir schauen. Ist nicht dabei. Jules hat dadurch die Gibt's aber. Harrison Ford. Jules sagt, Harrison Ford. Ist das dabei? Ist auch nicht dabei. Dadurch alle stehen bleiben erstmal. Okay. Eddie. Nicolas Cage. Eddie sagt, Nicolas Cage. Wenn das dabei ist, geht die Runde an die Boden. Ist Nicolas Cage dabei? Ist dabei auf Platz 1, sagt Nau. 67%. Das ist aber schwer jetzt mit den anderen. Okay, ich weiß aber noch einen. Zurück. Ja, bin ich schon wieder dran? Wir brauchen noch 4. Nee, jetzt ist Wirt. Und jetzt kommt Wirt dran. Okay. Jackie Chan? Wirt sagt Jackie Chan. Ist das dabei? Wir checken es aus. What? Ist nicht dabei. Gut. Eddie? Neil Patrick Harris. Ja. NPH. Neil Patrick Harris. Ist das hier unter den letzten 4 gesuchten Antworten dabei? Bitteschön. Ah, ich weiß noch richtig. Das ist nicht dabei. Es wird hier fälschlicherweise noch 3 Kreuz angezeigt, aber das war noch aus der Vorrunde. Das heißt, es ist das zweite Kreuz erst. Ihr könnt euch also jetzt beraten und Gunnar kommt nun. Mit der richtigen Antwort ist es nämlich Patrick Stewart. Oh ja. Patrick. Finde ich auch gut. Stewart sagt Gunnar. Ist das das dritte Kreuz oder ist das eine richtige Lösung? Bitteschön. Hä, was? Das dritte Kreuz. Hä? Und jetzt hat Max mal wieder die Ehre, hier eventuell alle Punkte zu klauen. Den Geist. Sehr gut. Liam Neeson. Ah, Rockstar sagt. Ja, das ist gut. Rockstar sagt. Liam Neeson. Ist das hier dabei? Bitteschön. Ja, komm, hey, bitte. Es ist Harry Potter vielleicht noch? Nicht dabei. Und dadurch habt ihr 134 Punkte dazu bekommen. Da steht jetzt bestimmt Drake. Sprich, wir sind jetzt bei 217 Punkten zu 0 Punkten, um das in aller Deutlichkeit mal so auszusprechen. Und Eddie hatte noch einen Tipp? Ich schätze sowas wie Neymar als Gag-Antwort. Neymar? Ah, auch nicht schlecht, ja. Habt ihr noch einen Tipp? Wie wer, was? Neymar. Nee, als Fußballer, vergiss es. Will Ferrell. Im Moment, aber er ist kein Schauspieler. Es geht um Schauspieler, oder? Ist kein Schauspieler. Und in dem Fall, in dem Fall hätten wir es vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ob man es gestrichen hätte oder nicht. Wir gucken einfach. Auf Platz 5 wäre das da gewesen. Sean Bean. Chuck Norris, 6%. Auf Platz 4 wäre das da gewesen. Chuck Norris-Memes. Come on. John Travolta. Und auf Platz 3 wäre gewesen Leonardo DiCaprio. Und auf Platz 2 wäre gewesen Keanu Reeves mit 11%. Für den Chat wird jetzt schon mal die dritte Frage eingeblendet. Und ich würde gerne mit Tim noch mal ein bisschen in die Podcast-Welt eintauchen. Was glaubst du, gibt es schon zu viele Podcasts, was man ja immer wieder hört? Oder gibt es noch nicht genug? Oder in welchem Bereich gibt es noch mehr? Als wir angefangen haben, musste man immer noch erklären, was ist ein Podcast, muss man immer noch. Ja. Aber das waren weitaus weniger. Also mittlerweile macht ja jeder Hörer eines Podcasts selber einen Podcast. Der Markt wird überflutet, aber es ist eigentlich auch ganz schön, weil ich finde, so hat man eine große Auswahl. Es gibt viele gute Podcasts, viele schlechte und man kann ganz gut aussieben. Und ich finde immer besser ein Überangebot, als wenn es zu wenig von irgendwas gibt. Man kann sich dann die Rosinen rauspicken. Ne? So ist es. Das sind halt nicht wir. Im Vergleich zu Amerika ist es noch echt human. Ja. In Amerika gibt es so viel mehr Podcasts als in Deutschland. Ja, Amerika ist auch tendenziell größer. Ja, das stimmt. Aber wir sind trotzdem Podcast-Entwicklungsland. Was haltet ihr davon? Entschuldigung, ich wollte nicht die Frage. Nee, wir können das gerne, Nicht mal in Schwellen. Das stimmt schon. Da gibt es ja ganze Arenen voller Podcasts und bei uns ist eher selten. Du hast einen, oder? Ich habe mehrere. Was? Wir bleiben ganz kurz bei Tim. Ja, Eddie. Ich habe überhaupt nicht von mir gehört. Nee, ist okay. Gibt es dann vielleicht Podcasts, die du empfehlen kannst, so im Gaming-Bereich, weil ja potenziell dann auch Zuhörer da sind, die das auch interessieren? Ich empfehle gerne die Sofa-Samurais, weil das selber Hörer von uns waren, die dann selber Podcasts machen und die sehr hochqualitativen Podcasts produzieren. Sofa-Samurais. Mhm.
Benny und Phil machen richtig geile Sachen. Nicht nur im Gaming-Bereich, sondern auch so, die waren letztens auf der Venus, waren die auf der Sexmesse. Oh, darf man das hier sagen? Ja, doch. Ich dachte, auf der Planet. Das sagen, ja. Da war noch nie jemand. Mhm. Ja. Wir hatten immer einen Conny Dax bei uns als Gast. Die waren auf der Venus. Die waren auf der Venus. Wie krass, wir sind nicht da. Sieht man mal. Also ein kleiner Einblick in die Richtung, ja. Wirt, hast du ein paar Podcast-Empfehlungen? Ja, Plauschangriff finde ich ganz gut und diese Almost Dailies finde ich auch gut. Hast du selbst keinen Podcast? Nee. Du musst das nicht sagen, du kannst auch sagen, wirklich, was du denkst. Eddie, hör mal kurz weg. Ja, was hast du denn für Podcasts, die du hörst? Einen Plauschangriff höre ich gern. Okay. Alles klar, vielen Dank für diesen Einblick. Kommt nicht mehr. Dann kommen wir jetzt zur Runde 3. Tippitoppi. So, und dadurch Tim und Wirt gemächlich nach vorne kommen. Jo. Als wüsste mach mal Platz, Maxe. Kommt doch. Nach. Du reißt so. Jetzt für uns raus. Genau, einmal Shake Hands und die Hände hinter den Rücken. Habt ihr das bisher denn alles so verstanden, wie das ablief? Verrate ich nicht. Verrät er nicht. Gut, dann können wir nun weitermachen. Ich lese euch eine Frage vor. Wenn ihr die Antwort wisst, buzzert ihr! Ich sag euch, wer als erstes gebuzzert hat, dann habt ihr 5 Sekunden Zeit. Wir suchen die 4 häufigsten Antworten. Jetzt geht es um die dreifache Punktzahl. Könnt also jetzt wieder alles aufholen, was bisher hier eingespielt wurde. Das habt ihr verstanden. Dann legen wir jetzt los mit der dritten Frage. Wir haben den Chat gefragt. Nennt einen Videospielprotagonisten, der kaum oder nie spricht. Morgan Freeman. Du warst tatsächlich auch als erstes. Er? Morgan Freeman? Die Antwort ist Morgan Freeman. Lass ihn doch. Lass ihn. Tim hat als erstes gefragt. Wehe, kommt jetzt was falsch. Ist das hier dabei? Spannung. Es das ist, oh, das komm, ist, das ist nicht Morgan Freeman. Oh Mann, Morgan Freeman, Mann. Ja, bitte. Der eine redet. Morgan Freeman ist ein Sexuellstaff, dieser! Ich habe einen Sprachfehler. Willst du dich drüber lustig machen, Gunnar? Hat er Morgan Freeman gesagt? Morgan Freeman, habe ich gesagt. Das ist was anderes, finde ich. Ich habe Morgan Freeman gesagt. Er hat Morgan Freeman gesagt. Ich bitte dich. Auf Platz 3, sag noch. Dann hol die Runde trotzdem jetzt nach Hause. 21%. Wirt kann das toppen. Shell aus Portal. Ich hätte sonst auch nichts gesagt. Lasst euren Teamkollegen ruhig raus, wenn er hier vorne steht, verunsichert. Oder jetzt bin ich total durcheinander. Ist das dabei? Nein, ist nicht dabei. Damit geht die Runde erstmal an euch. Wieder zurück auf die Plätze. Auch du zurück auf die Plätze. Ihr könnt mal euren Teamkollegen jetzt noch schön weiter fertig machen, dass er aufgebaut wird. Genau das sehr richtig, wie er das offensichtlich macht. Nehmen. Vielleicht. Das war das Offensichtliche. Nein. Das war falsch von ihm. So, keine Besprechung mehr. Jetzt kommt Max. Nennt ein, ja? Ja, das ist schon ohne. Das war das. Das muss man nehmen. Das war die Nummer 1. Und jetzt haben wir alle ein Problem. Und die Antwort lautet. Die auch. Link. Wir haben noch Eddie hat es schon anmoderiert. Das ist die Nummer 1. Wir gucken, ob das auch stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ist auf Platz 1. Sagten auch 54%. Aber selber auch nah liegen. Top Antwort. Geil, hallo. Jules, bitte. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Ist lief, ne? Nix. Die Antwort. Ist das nicht noch dumm, so Antwort. Aktuell beim Doch, Chat, weil es gerade lief? Wir schauen einfach mal. Okay, das ist ziemlich dumm. Ist zumindest nicht dabei. Nee, 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 noch eine. Tim. Okay. Ist vielleicht ein bisschen hoch gepokert, aber ich glaube, die Animal Crossing-Viecher. Ach nein. Siehst du, das wird nicht besser kommen. Bitte eine Antwort. Wie heißt die denn? 5 Sekunden. Ich sag Mario. Was kommt jetzt überraschend? Super Mario. Ja, auch Rede? Noch Antwort. Das ist kein Reden. Das ist doch. Nein. Also im Rodger, die Frage reden. Lautet, ob kaum oder nie spricht. Also alle ruhig bleiben. Mario ist Tims Antwort. Ist diese auch hier unter den Top 4 Antworten dabei? Wir lösen es auf. Es Gario. Habe ich gemeint. Hat er auch nicht gesagt. Ich habe einen Sprachfehler. Darf ich mal fragen, wer Gario ist? Das ist Gario. Ja, wenn Gario. Bei Morgan Freeman. Die verarschen mich. Achso, wegen Gario. Sehr schützig. Das ist ein Gag. Achso, hier ist ein kleiner Gag hier offensichtlich. Ein Gag, der gut Punkte bringt. Seit wann ist die Regie Freunde. Lustig? Ja, richtige. Kommen die Talente da in der Regie? Das sagten auch. 22%. Und auf Platz 4. Das sagt uns nur einer. Und der lautet Max. Ash. Das war gut. Oh, nicht schlecht. Tatsächlich gut. Die Antwort lautet Ash
ist das hier die letzte Antwort, die wir suchen. Bitte lasst es uns einfach auflösen. Nein, 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 das ist das zweite Kreuz. Ihr könnt euch der Rede beraten. Du, doch, 5 Sekunden. Was ist mit das? Ach so, Entschuldigung, ich dachte, wir müssen noch beraten. Isaac. Lassen wir das noch zählen? Nein, lass mir nicht zählen. Die Glocke hat bereits geläutet. Ich hatte einen echt. Und die Regie. Und wir beraten uns noch. Ja, ich gebe euch maximal noch 5 Sekunden. Das können wir, haben wir einen Timer für, ne? Sehr gut. Weiß ich nicht mehr. Ich will nicht. Ich dachte, ich hätte schon gewonnen. So, ihr habt genug Beratungszeit gehabt und Eddie gibt jetzt die gemeinsame Antwort wieder. Wir suchen auch nur noch eine Antwortmöglichkeit. Nennt einen Videospielprotagonisten, der kaum oder nie spricht. Etienne Gade. Bitteschön. Da muss ich jetzt nochmal. Der Master Chief. Hey. Was willst du denn mit Shell? Finde ich aber noch realistischer. Ja, nein, ja, was ist denn hier los? Der redet nicht. Der redet. Fight, Mann. Die Antwort. Er redet wenig. Die gemeinsame Antwort von diesem Team, alle standen dahinter, lautet Master Chief. Ist das hier die letzte Antwort? Bitteschön. Ist sie nicht? Was wäre denn deine letzte Antwort gewesen? Ich hätte dem Pokémon-Trainer auch gesagt, aber. Ja. Das ist keine Antwort, wenn sich davor schon jemand falsch beantwortet hat. Ja, aber das hätte ich auch gesagt, wenn er sie schon gesagt hätte. Also, 291 Punkte hinzu, beziehungsweise kommen bei euch dazu. Das heißt, ihr habt 291 Mann, Punkte ey. Und habt aufgeholt. Jetzt steht es 291 zu 217. Irgendjemand noch irgendeine Idee? Eben noch was. Ich hatte eben was. Für Platz 4? Nein. Heute Cristiano Ronaldo. Alle sind sprachlos. Cristiano Ronaldo ist verdammt gut. Und wir werfen. Kirby. Yoshi. Kirby. Auf die eigentliche Antwort. Oh Gott. Kirby pustet nach innen. Kirby sagten immerhin 3%. So. Das hätte alles möglich sein. Es hätte auch Yoshi sein können. Wir gehen also mit relativ ähnlichem Punktestand in die Glaubensfrage. Was ist das eigentlich nochmal? Das erklären wir euch hier kurz. 3%. Welches Team im Finale den Anfang macht, entscheidet sich durch die Glaubensfrage, in der ihr 2 Optionen zur Auswahl bekommt. Die Kandidaten raten im Anschluss, wie viel Prozent von euch für Ausrufezeichen CD-Hund beziehungsweise Ausrufezeichen CD-Katze gestimmt haben. Das Team, das die Glaubensfrage gewinnt, schickt seinen Team-Captain als erstes ins Finale. Für den Chat wird jetzt schon mal die Glaubensfrage eingeblendet. Ihr könnt also schon mal auf die Tasten hauen. Max, wie sieht's aus bisher? Wie schlagt ihr euch? Ja, war ja gerade super. Ja. Habt ihr damit rechnen können, dass ihr das nochmal aufholt? Ich bin immer noch sauer wegen. Wenn er da Shell sagt, kannst du alles aufholen, glaube ich. Eddie, du bist mit deinem Team. Deutschlands beliebteste Tankstellen, oder was? Morgan Freeman und Gordon Freeman ist halt schon, was. Also der eine komplett andere. Morgan, habe ich gesagt. Eine komplett andere Person. Ja. Ist das also jetzt der Grund, warum ihr hinten seid? Oder ist das einfach das fehlende Teamgefüge, das ich hier hätten wir kann. Angefangen, dann hätten wir auch auf Kirby gekommen. Ah. Oder Gario. Oder Gario. Habt ihr euch denn in irgendeiner Weise vorbereitet als Team? Nein. Wir haben auch eigentlich die letzten 7 Tage gar nicht miteinander kommuniziert. Das merkt man auch. Wieder gesehen und wieder gelabert. Aber man hat auch direkt gemerkt, dass es unangenehm ist. Und dann haben wir gedacht, alles wie immer. Ja, unterhaltet euch doch jetzt einfach ein bisschen. Ihr könnt euch jetzt erst noch mal ein bisschen kennenlernen, sozusagen, während wir zur Glaubensfrage kommen. So einfach machen wir das. Jetzt geht es darum, wer kann den Chat mal wieder besser einschätzen. Ihr habt vor euch eine Karte liegen. Da möchte ich, dass ihr quasi A und B oder sowas draufschreibt, eben 2 Seiten einteilt und dann eine 100%-Zahl in 2 Prozentzahlen trennt. Wenn man 200% hat. Ja. Ich will die Sache nochmal anders erklären, nicht immer gleich, aber das funktioniert so nicht. Also, die Frage lautet: Cooler. Podcasts in normaler oder erhöhter Geschwindigkeit hören? Was? Das ist eine gute Frage, hör mal. Das gibt es? Tja, das gibt es wohl. Können sehen. Und wenn ihr jetzt dieses Video in doppelter Geschwindigkeit anschaut, dann müsst ihr doppelt so schnell jetzt den Vollbildmodus beenden und auf Liken klicken, wenn es klappt, ist das nicht. Liken. 15? Und
Deutschland schon soweit? Echt? Oh, schon alles aufgeschrieben? Das ist ja. Hm? Ich glaube, das ist weniger. Ganz anders als unserer. Ich beadere unser Kollektiver. Schließe nicht von dir auf uns. Ja, ist gut. Gut. Ja? Natürlich können auch alle VOD-Zuschauer jetzt in die Kommentare schreiben, was denn ihre Antwort wäre. Was war A und was war B? Kannst du es nicht irgendwie anschreiben? Schreibt doch einfach in normaler Geschwindigkeit und erhöhter Geschwindigkeit. Also auch ihr könnt das in die Kommentare donnern, was denn eure Entscheidung gewesen wäre. Allerdings geht es hier in diesem Abend nur um die Live-Zuschauer, was die gesagt haben. Und die habt ihr... Die ändern nochmal, weil wir sie geguckt haben hier. Was ist das denn? Mödeldödel, Mann. Ist das ihr miesen Schweine. Wenn ja... Nein, wir haben nichts gemacht. Ist das passiert? Das ist nicht passiert. Siehst du, dass nichts passiert ist? Okay. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Leg dir den Stift wieder hin. Ich muss A, B drauf schreiben. Max weiß er halt einfach nicht. Da hat er eben auch deine Moderationskarten angeguckt. Vor der Sendung. Ja, schon gemacht. Der größte Schummel, Gunnar, wie hier einer auf Moral abwurstelt. Also das darf ja wohl nicht wahr sein. In diesem Format, dass du überhaupt nochmal hier rein darfst, ist ein Wunder. Nach der Sache, die du dir damals erlaubt hast. Hashtag Gulaschgate. Auch ein Lügner kann die Wahrheit sagen. Das halte ich für eine Lüge. So, können wir mal die Musik jetzt ausmachen? Gulaschgate, dass du das noch weißt, ey, überhaupt. Gut, also, die Karten genauso hinhalten, wie es jetzt tut. Und wenn ich sage, dreht es doch bitte um, dann dreht ihr es um. Dann sehen wir nämlich eure Einschätzung. Podcast in normaler oder erhöhter Geschwindigkeit hören. Bitte dreht eure Karten um. Das Team Mumblepack um Eddie hat gesagt 87% in normaler Geschwindigkeit und 13% in erhöhter Geschwindigkeit. Und unser Team Wumblepack sagt 85% normal und 15%. Da müssen mehr Antworten auf die Karte schneller. Das ist also sehr spannend. Ihr seid euch schon mal einig, dass die wenigsten Leute das zumindest in erhöhter Geschwindigkeit hören. Ich habe das noch nie gehört übrigens, dass man das in doppelter Geschwindigkeit hört. Mhm. Und trotzdem bist du bei 13%, weil dich die anderen da hochgehandelt haben? Oder? Ja, offensichtlich ist es ja ein Ding. It's a thing. Sonst hätte ja keiner gefragt. Also sonst gibt's, würde es die Frage ja gar nicht. That's right. Ich überlege gerade, ob ich die Idee schlau finde oder ob ich es mega dumm finde. Weil ich müsste einfach mal ausprobieren, wie sich so ein Podcast in zweifache... Haben ja nicht alle Pieps davon. Stimmen? Ja. Man wird einfach das ist wirklich machen wir jetzt Mickey Mouse. Also ihr macht's alle nicht? Ne? Nee, ich mach's nicht tatsächlich, ich höre das Ganze normal. Nicht. Ich höre keine Podcasts. Ihr sowieso auch nicht. Podcast überbewertet offensichtlich. Was hast du, Gag-Reflex in zweifacher oder dreifacher Geschwindigkeit dauert ich geil. Eine Minute. Ja, eigentlich eine ganz erotische Vorstellung. So, wir lösen doch aber jetzt lieber mal auf, wie hier diese Glaubensfrage ausgeht, weil wir doch so dringend wissen wollen, wer als erstes ins Finale geht. Und wir erfahren es jetzt! Normale Geschwindigkeit 88% und 1% hören das 12%. Also, wir haben gewonnen. Unser Heimteam hat diese Glaubensfrage für sich entschieden, darf als erstes ins Finale. Das macht es noch ein bisschen spannender, weil ihr ja auch die geringere Punktzahl habt. Also ist alles vorbereitet und alles wunderbar auf den Tisch gestellt für das Finale. Was ist das Finale? Ich sag's euch. Ich hab's beim letzten Mal verbockt. Alle bislang gesammelten Punkte werden jetzt für das Finale in Sekunden umgerechnet. Je mehr Punkte, desto weniger Zeitdruck für den jeweiligen Team-Captain, der die 5 Finalfragen möglichst schnell beantworten muss. Es darf von Finalist 2 keine Antwort gegeben werden, die von Finalist 1 bereits genannt wurde. Wer im Finale die meisten Punkte abgestaubt hat, gewinnt das Chat-Duell. Im Finale haben unsere Kandidaten unterschiedliche Sekunden, da sie unterschiedliche Punkte bisher ergattert haben. Und wir werfen mal einen Blick auf die genaue Zahl. Wir haben einmal 217 Punkte bei unseren Bohnen. Das führt durch diesen Algorithmus gedonnert zu 17 Sekunden, die man im Finale Zeit hat. Und 291 Punkte führen zu 19 Sekunden im Finale. Könnt euch schon so langsam mal überlegen, wer das Finale dann gleich bestreiten wird. Jetzt müssen unsere Zuschauer natürlich aber erstmal wissen, was da für Fragen drankommen im Finale und was man sonst noch so im Internet kaufen kann. Auch das solltet ihr jetzt mal beobachten. Wir gehen nämlich kurz in eine kleine Pause und dann zurück zum großen Finale vom Chat-Duell. Hashtag Chat-Duell. Die Highlights. Montag. Der Programmtag beginnt mit einer vollen Ladung Simon. Zuerst gibt's wieder Haarsträubendes bei Moin Moin, danach Entspannendes mit dem Spiel Churchill und ab 13 Uhr nehmen Nils und Simon Dark Souls Remastered weiter knallhart durch. Am Ende des Tages feuern wir dann nochmal aus allen Rohren und berichten live von der Closed Alpha Front von Battlefield 5. Dienstag,
Am Dienstag meldet sich endlich Deluxe-Dudler Dennis zurück zum Dienst. Aller Voraussicht nach nimmt er euch mit in seinen liebevoll geflickten Dino-Park aus Jurassic World Evolution. Zur besten Sendezeit wird dann einmal mehr gekocht. Lars, Gino, Ian und Viet begrüßen euch zum Südkorea-Spezial von Nerds Unheard. Mittwoch. Ausnahmsweise mal am Mittwoch erwartet euch verflixte Klicks. Und das auch noch um 18 Uhr. Verrückt. Um 20 Uhr starten Sandro und Nils zu ihrer mehrteiligen USA-Tour mit dem brandneuen The Crew 2. Anschließend fliegen wieder mal die verbalen Fäuste. Gamefights Folge 6 steht an. Unter anderem mit Gast Rockstar, Wolf und Etienne. Donnerstag. Sollten Eddies Nerven Gamefights überstehen, begrüßt er euch Donnerstagmorgen zu einer launigen Bootsfahrt bei hoffentlich bestem Sommerwetter. Anschließend beglücken euch Nils und Simon mit mehreren Stunden Dark Souls und um 22 Uhr geht's schließlich weiter mit The Crew 2 mit Sandro und Nils. Freitag. Am Freitagabend beehrt uns endlich wieder der talentierte Philipp Jordan. Um 21 Uhr heißt es Rob Boss mit Philipp und Simon. Samstag. Am Samstagabend wiederum setzt es nochmal was Besonderes. Schröck serviert euch ein buntes Kino-Plus-Spezial rund um die Handkantenlegende Jackie Chan und vielen wortreichen Gästen. Und das ist deine Woche bei Rocky Beans TV. Alle. Filme, Serien, Nerdgequatsche. Nee, mit solchen Belanglosigkeiten befassen wir uns nicht. Oh. Und ich hasse J.J. Abrams. Uwe Boll, hallo. Meine Damen und Herren. Und natürlich Jörg Pilawa. Willkommen zurück zum Chat-Duell heute mit dem Rumble-Pack-Podcast und unseren Bohnen. Schön, dass ihr noch am Start seid und ihr werdet es nicht bereuen, denn jetzt kocht die Stimmung über. Jetzt wird es richtig spannend, denn wir kommen zum großen Finale. Dazu müssen wir natürlich erstmal klären, wer wird bei euch ins Finale gehen? Maxe. Ich. Bitteschön, dann musst du jetzt schon mal das Studio verlassen. Weil du musst raus. Zweites, du bist raus hier. Ja, wollen uns zwar ungefähr diese Richtung hier einschlagen, kannst nochmal in dich gehen und dich konzentrieren. Spaß mit Wombo. Und bei euch nun auch die Frage. Wollen wir daraus einen richtigen Gag machen? Wir kommen einfach mal, lassen die Sendung einfach jetzt schon beenden und wir hauen einfach ab. Wir hauen einfach ab. Und er lässt die ganze Zeit Wombo machen. Das wäre eigentlich ganz gut, schön ja. Eine Stunde lang Wombo hören. Irgendwann muss es doch mal losgehen. Und wenn er, sobald er abhebt, schreibt es dauert noch. Ja, komm, der Garten ist offen, da ist Bier draußen. Lass uns gehen, komm. Ja, komm. Nee, wer geht bei euch ins Finale? Hi. Hi. Na, alles klar? Bist du fit? Nee. Gut, alles klar. Du hast doch Kopfschmerzen, hast du ja, ich habe auch Kopfschmerzen. Aber vielleicht sind das, ist das die nötige vielleicht ist Hilfe Energie. Auch. Die Stimulation ist extrem gerade. Das mag schon sein. Lieber Eddie, ich will dir doch nur einfach kurz nochmal erklären, wie das hier alles funktioniert. 17 Sekunden hast du Zeit für 5 Fragen, die ich stellen werde. Die erste Frage lese ich noch gemächlich vor. Dann beginnt deine Zeit abzulaufen. Solltest du mal eine Frage nicht verstanden haben, kannst du sagen weiter oder gerade keine Antwort wissen. Dann werde ich sie später nochmal vorlesen. Das war's eigentlich. Blamieren kannst du dich eigentlich. Natürlich. Habe ich auch nie im Herzen. Also. Konzentration. Dann geht es jetzt los mit der ersten Runde dieses Chat-Duell-Finales. Nennt ein Wort, das mit Sand beginnt. Sandburg. Etwas, das man abonniert. Zeitschriften. Ein Fahrradteil. Rad. Etwas Lautes. Trommel. Einen Konsolenflop. Dreamcast. Das war nicht verkehrt, lieber Etienne. Das war ziemlich stark. Du hast auch noch 2 Sekunden übrig. Dreamcast
Ist halt die Frage kommerzieller Floor. Am besten jetzt nicht mehr über die Fragen sprechen. Max! Kann, ich mach das jetzt. Das ist schon du gut. Kommst jetzt, ja, das ist fair, ja, das klingt fair. Kann jetzt also ins Studio kommen. Seid ihr, zu, ohne auf die Fragen einzugehen, seid ihr zufrieden mit eurem Mann? Ich bin richtig zufrieden. Mr. Rockstar stelle ich hier ungefähr hin, hier angedreht. Jawohl, wunderbar, vielen Dank, Dankeschön. Max, du hast 19 Sekunden Zeit für 5 Fragen. Mhm. Die erste Frage lese ich noch ganz normal vor. Danach beginnt deine Zeit abzulaufen. Wenn du eine Frage nicht weißt gerade oder weiter, sagst du weiter, dann kommt es später nochmal. Wenn du dieses Signal hier hörst, dann wurde diese Antwort bereits genannt. Du hast kurz Zeit, dich zu schütteln und eine alternative Antwort zu nennen. Okay. Verstanden? Bin super. Du bist ja richtig locker drauf, du. Ich bin ein lockerer Typ. Ja, siehst du mal. Ja. Dann können wir ja loslegen. Leute. Dann kommen wir nun zum zweiten Teil dieses Finales. Wir haben den Chat gefragt. Nennt ein Wort, das mit Sand beginnt. Sandburg. Sandschloss. Etwas, das man abonniert. Jamba. Ein Fahrradteil. Sattel. Etwas Lautes. Ich. Einen Konsolenflop. Links. Links? Links. Links. Atari links. Eine Sekunde hattest du sogar noch übrig. Ja, hätte ich noch eine coole Frage beantworten können. Das war jetzt vorbei. Jetzt kannst du erstmal wieder Sandburg zurück. Sandschloss. Ich hätte tatsächlich Sandhausen, was erstes mir eingefallen ist. Sandkuchen, Sandkuchen, Sandkasten. Sandkasten. Aber du hast, wer waren bei euch eigentlich? Eddie, oder? Sandwurm. Jamba. Sandburg. Jamba ist der. Ganz ehrlich, hast du für den Gag gemacht, oder? Kann auf YouTube-Channel kommen, ne? Unsere Generation. Ja, oder Netflix oder so. Ich fand ich auch gut. Aber Jamba. Ich fand Jamba einfach geil. Wir sind gespannt. Die, die nicht im Finale waren, was sagt ihr, wer hat hier die beste Antworten geliefert? Ich will noch nichts vorwegnehmen, ich glaube. Okay, du bist also sehr zuversichtlich. Ich bin, ja. Aber ihr habt natürlich auch ein paar Punkte noch aufzuholen. Wir haben auch noch ein paar Zusatzsekunden. Das wollte ich eigentlich eher sagen. Nö, das sieht sogar gar nicht gut aus alles. Aber fällt mir jetzt alles wieder auf. So, wir wollen noch langsam mal auflösen. Vielleicht können wir mal ganz kurz, ob ich das noch zeigen kann. Nee, aber ich würde gerne hier was close zeigen. Und zwar kriege ich ja hier immer die Antwortmöglichkeiten geliefert, die hier genannt wurden. Und wir haben jetzt hier dieses Smiley. Ein Fahrradteil, da hat Eddie das da wohl gesagt. Hä? Okay, dann wusste ich Bescheid. Nein. Hat er gesagt. Nein. Entschuldigung, hab ich verraten jetzt. Smiley. Ist ja auch egal, wir wissen ja alle, was hier los ist. Aber es ist eine schöne Schrift, da kann man wirklich nichts sagen. So, jetzt haben wir die Zeit auch überbrückt. Können wir also zu den Antworten kommen. Die erste Frage lautet, er nennt ein Wort, das mit Sand beginnt. Dann Max das da gesagt. Sandhausen. Nein, Eddie hat Sandburg gesagt. Sagten auch. Sandkasten ist wahrscheinlich die 28% und das ist auch die Top-Antwort. Max sagte. Sandschloss. 2%. Du wohnst in der Sandburg. 2% haben das. Sagten auch. Keiner. Hat das seltsam. Etwas, das man abonniert. Sandschloss. Da hat Eddie das gesagt. Zeitschrift sagten auch. 11%, Max sagte. Jamba. Jamba sagten auch. Und Top-Antwort lautet natürlich, Netflix. Und wer das noch nicht gemacht hat, Rocket Beans. Sehr schön, das sollte man jetzt abonnieren, sollte man es noch nicht getan haben. Wir warten kurz, bis auch alle abonniert haben. Ja. Dauert das lang? Ja, aber nicht kurz noch. Vor 20 Jahren. Und kommen nun zur nächsten Frage, nennt ein Fahrradteil, da hat Eddie das da gesagt. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Rad sagten auch 18%. Und Max sagte, Sattel sagten auch. Hey, 16%. Hey. Rad ist die Top-Antwort. Nennt etwas Lautes. Eddie sagte. Trommel sagten auch. 2%. Max sagte. Ist ein sehr allgemein, was Lautes. Sagten auch. 2%. Yay. Die Top-Antwort lautet Flugzeuge.
Natürlich. So, jetzt, naja, nicht unnötig spannend, Spannung will ich aufbauen hier, denn es steht 65 zu 23 und die letzte Frage lautet, nennt einen Konsolenflop, da hat Eddie das gesagt, Dreamcast und Max hat das gesagt. Links, und das muss jetzt natürlich extrem stark sein. Und dann könnt ihr das noch gewinnen. Ansonsten haben hier die Bohnen gewonnen, wir lösen auf. Dreamcast sagten auch 13%. Und niemand sagte links, Wii U ist die Top-Antwort hier gewesen. Herzlichen Glückwunsch also an unser Zuhause-Team, das Team Mumble Pack. Vielen Dank aber auch an das Rumble Pack, dass ihr hier gewesen seid. Also checkt deren Podcast aus. Abonniert diese Jungs. Auch die sollte man nämlich abonniert haben. Nächste Woche ist das große Staffelfinale, moderiert von Etienne Gardet mit den Gästen von GameTube. Ich bin im Urlaub. Eine schöne Zeit euch und viel Spaß, Eddie, beim Chat-Duell nächste Woche. Herzlichen Glückwunsch.